Isar-Runde. Der Web-TV-Talk aus dem Herzen Münchens. Aus dem Herzen Münchens. Die Isar-Runde. Können wir eigentlich noch zwischen beruflichen und privaten Accounts im Web unterscheiden? Was machen wir, wenn wir einen Facebook-Account haben und auf einmal die Anfragen von Kollegen kommen? Was ist mit einem Twitter-Account? Ist der auf einmal ein beruflicher Account, auf dem ich einen Dialog mit Kunden meines Unternehmens führen muss? Was ist, wenn ich bei Xing auf einmal meine Schulfreunde wiederfinde? Es gibt viele, die versuchen immer noch zu trennen, wie früher, dass man sagt, ich habe eine private E-Mail-Adresse und eine geschäftliche E-Mail-Adresse. Aber ist das Thema nicht eigentlich längst durch? Kann man das überhaupt noch trennen? Ich finde es extrem interessant. Ich selber kann das überhaupt nicht trennen. Ich habe das noch nie getrennt. Ich habe alle oder viele Accounts in Social Media und ich agiere immer als ich. Ob ich jetzt nun zu meiner beruflichen Tätigkeit was sage oder meine eigene Meinung ausdrücke. Und ich schreibe auch nicht, das ist jetzt meine eigene Meinung oder meine Meinung für meine Firma. Ich kenne aber einige Menschen, die tatsächlich trennen, die sagen, Xing beispielsweise ist für meine beruflichen Kontakte, Facebook ist für meine private Seite, weil sie zum Beispiel nicht wollen, dass sie, wenn sie auf Facebook jeden duzen, auf einmal ihren Chef damit duzen. Oder die wollen nicht, dass ihr Chef befriended ist mit ihnen auf Facebook, damit er nicht unbedingt sieht, was sie im Urlaub machen. Also ich persönlich halte diese Trennung für mich als Menschen nicht durchführbar, stelle aber fest, dass es Menschen gibt, die damit sehr gut klarkommen. Mit dieser Trennung? Mit dieser Trennung. Mal bezogen auf die Authentizität, also wie echt wirke ich, wie selbst kann ich selbst sein, kann man diese strikte Trennung schaffen? Ich habe das mal verglichen vor ein paar Monaten mit Uniformen, die wir tragen. Also der Polizist, der Uniform ein bisschen weiter gefasst, der Seelsorger, der Pfarrer, der Soldat, der Beamte, der quasi seine Uniform in der Arbeit trägt und privat ablegt und damit eine andere Distanz hat zu den Menschen, die ihn sehen. Wenn wir bei Facebook sind, können wir nicht eine Uniform ablegen oder tragen. Doch, glaube ich schon. Also ich glaube wirklich, also ich meine, es gibt ja verschiedene starke, also Soziologen würden da von Berufsrollen sprechen, also die entweder sehr große Teile der eigenen Persönlichkeit, so wie man sich selber auch vielleicht im privaten Leben sieht, mit aufnehmen können. Und es gibt andere, die wirklich also so eine Art Uniform sind, wo man sagt, gut, da schlüpfe ich dann rein und vielleicht sieht man dann von mir auch nur noch die Augen oder sowas und der Rest ist irgendwie verborgen. Und da ist, glaube ich, schon, also da gab es schon immer einen Unterschied und ich glaube, sowas ist dann schon auch auf solchen Plattformen durchaus denkbar, also dass wenn man jetzt eben man sieht es ja bei Politikern zum Beispiel, also die sind ja, also ich würde nie glauben, dass das, was jetzt irgendwie der offizielle YouTube-Channel von Angela Merkel ist, dass das jetzt sie ist, wie sie privat ist. Nein, das ist natürlich die Berufsrolle als Kanzlerin. Und also da gibt es so eine Trennung. Also ich glaube, dass Politiker zum großen Teil schon also in diese Kategorie gehören, die das eben trennen. Insgesamt ist es ja schon... Aber ist das authentisch? Ja, ich weiß nicht, was es auch trennen würde. Also ich weiß nicht, was dieser Begriff der Authentizität ist ja, letztlich ist es ja alles eine Art Spiel mit verschiedenen Bühnen, mit verschiedenen Fassaden. Also ich habe ja auf diesen Networks, die laden ja dazu ein, mich auf irgendeine Weise darzustellen, so wie ich mich selber gerne sehen würde oder wie ich es auch interessant fände, mich zu sehen. Also man hat ja früher immer gerne gesagt, irgendwie, ja, das ist so das, niemand weiß, ob du da ein Hund bist oder ein Mensch oder was weiß ich was. Das ist natürlich nichts, es geht ja nicht so weit. Also ich meine, es gibt twitternde Haustiere, aber der Punkt ist ja eher so, das sind ja Nuancen, die da sind. Man spielt mit verschiedenen Bühnen, mit verschiedenem Publikum dahinter und das erfordert natürlich schon so eine gewisse Fähigkeit, auch tatsächlich dieses Spiel durchzuhalten und auch irgendwie selber zumindest in Nuancen zu trennen. Deshalb glaube ich schon, dass man das zum Teil vielleicht unbewusst macht, dass man schon unterschiedlich auch kommuniziert auf solchen Plattformen, je nachdem, wer dort gerade ist. Also es ist nicht unbedingt jetzt so, Facebook, das sind hier die Alkohol- und Partybilder und Xing, das ist jetzt hier der korrekte Lebenslauf. So ist es. Das Gradennetzwerk. Ja. Glaube ich nicht unbedingt so, aber es sind dann doch Nuancen, die dann, also wenn ich mit manchen Leuten, was weiß ich, mit Familie auf Facebook rede, dann rede ich mit denen anders, als ich jetzt zum Beispiel mit Kunden sprechen würde auf Facebook. Und das Interessante ist ja, dass diese beiden Seiten, also für die ist es ja auch relativ schwierig, dann darauf dann zu reagieren, weil wenn ich jetzt irgendwie mit meiner Familie da was mitteile, dann lesen das theoretisch ja auch Leute, die aus dem beruflichen Umfeld sind. Genau, aber das ist das ist aber dann eine Anforderung, die ich dann diesen Leuten auch eher
werfen würde, also würde ich sagen, die müssen dann auch sowas wie ein digitales Taktgefühl, eine digitale Höflichkeit entwickeln, dass sie eben diese Sachen dann, wenn sie jetzt, wenn also offensichtlich ist, okay, das ist jetzt wirklich eher was, was die Familie betrifft, dass sie das dann jetzt nicht im beruflichen Kontext dann ansprechen, so nach dem Motto so, oh ja, gestern aber hier. Aber kann uns das nicht von diesem unsäglichen Smalltalk befreien? Also wenn wir, ich habe das selbst erlebt, dass ich, also ich trenne nicht, sondern bei mir ist das mehr oder weniger eins, ja? Und ich habe geschäftliche Kontakte genauso wie private Kontakte dort vernetzt und das geht bis hin zum Social Gaming, also Farmville und Co. Und ich habe persönlich festgestellt, dass mich das von diesem Smalltalk schon befreit hat, dass man eben mit Menschen, mit denen man geschäftlich selten zu tun hat, auf einmal über andere Themen reden kann, auf einer sehr viel netteren Ebene, weil sie einfach einen immer wieder mal ein bisschen begleiten, am Privatleben, an einem öffentlichen Leben, an einem wie auch immer sozialen Leben teilhaben und dementsprechend beim nächsten Mal, wenn man sie auf einer Messe trifft oder mal irgendwie bei einem Geschäftstermin mit ihnen zusammensitzt, mal sagen kann, hey, Farmville, wie geht's deinem Schweinchen? Oder was machen die Karotten? Ja, also man befreit sich von diesem, auch das ist natürlich Smalltalk, aber man ist ein bisschen näher dran einfach. Ja, definitiv. Also um den Begriff Smalltalk so ein bisschen zu retten. Also Smalltalk ist ja per se jetzt nichts Schlechtes, sondern es ist ja durchaus gut und es ist ja das, was uns hilft, Kommunikation zu führen. Es ist ja oftmals der Anfang und das Ende von Kommunikation. Das ist ja das, was Benedikt eben sagte. Es ist ja nicht nur wichtig, wie du selber für deine Output-Kommunikation diese Kanäle nutzt, sondern auch, wie das gesehen wird, wie es rezeptiert wird. Und der Chef, der über irgendeine Party liest auf Facebook, ja, der würde ja auch nicht dazu jetzt unbedingt Stellung nehmen, wenn er von einer Party hört, über dieser Mitarbeiter in der Pause erzählt. Mhm. Der erwartet auch nicht, da eingeladen zu werden, sondern der hat eine gewisse Distanz und diese Distanz kann er ja genauso gut auch online wahren. Mit anderen Worten, er kriegt etwas mit, was ihm hilft, diesen Menschen vielleicht sogar viel besser zu verstehen, als dass, wenn er es nicht mitbekommen hätte. Das war dein Argument gerade. Er kann aber oder sollte aber diese notwendige Höflichkeit oder Distanz auch wahren können. Und ich glaube, das ist ein Lernprozess, da müssen wir alle durch, dass er das nicht vermischt, dass er nicht sagt, naja gut, nur weil ich das weiß, kann ich dem jetzt irgendwie oder sollte ich ihm Schaden zufügen oder sonst irgendetwas. Ja. Das heißt, ich höre raus, dass ihr eigentlich auch gegen doppelte Accounts wärt, also kein Benedikt Köhler in Klammer Unternehmensname und ein Benedikt Köhler in Klammer Privat oder Benedikt Köhler bei Twitter unterstrich Firmenname und Benedikt Köhler so halt wie er ist. Also diese multiplen Persönlichkeiten, sozialen Netzwerken, um quasi zwei Identitäten zu pflegen? Naja, also man muss ja auch schon unterscheiden. Wenn ich jetzt ein Unternehmen nehme, nehmen wir die Deutsche Bahn, die da twittert, dann ist das schwierig, wenn ich jetzt ein Problem mit der Deutschen Bahn hätte und mir eine Twitter-Kommunikation liefere mit der Deutschen Bahn, dann spreche ich ja ungern mit einer Institution Deutsche Bahn, sondern wüsste ich schon gerne, mit wem ich spreche. Deshalb gehen die Unternehmen ja dazu über und geben oder sagen transparent, wer denn jetzt derjenige ist, der da twittert. Das heißt ja auch Facebook und nicht Brandbook. Ja. Genau, sondern jetzt ist natürlich derjenige, dann verwechsel ich das ja, was der in seiner Eigenschaft als Deutsche Bahn-Mitarbeiter mir twittert, verwechsel ich ja nicht mit seiner Privatmeinung. Ja? Also ich glaube, das ist ja auch was wir im normalen Leben ja auch sehr gut, im normalen Leben, also in der was unsere Eltern auch sehr gut trennen konnten. Also ich meine, wenn du zum Beispiel deinen Kundenbetreuer bei der Hypovereinsbank oder bei der Sparkasse hast oder so, dann würdest du ja auch nie den Brief oder sonst was adressieren an diese Person und dann irgendwie CEO, irgendwie die Bank oder sowas. Und, aber du bist froh, dass du einen persönlichen Ansprechpartner hast. Genau, ich bin froh, dass ich den habe, aber ich weiß natürlich, das ist wieder eine ganz klare Berufsrolle und da geht es um diese Kommunikation. Aber es ist eben, natürlich, es hilft immer, wenn es Gesichter gibt. Also es ist einfach ein soziales Schmiermittel. Ich erinnere mich an eine Fernsehwerbung von einem Versicherungskonzern, wo der Ehemann am Abend noch irgendwo im Bett liegt und irgendwie noch telefoniert und sich ganz viel Sorgen macht um die Altersvorsorge und wie auch immer. Und der Gag in diesem Fernsehspot ist aber, dass er sich nicht um die Altersvorsorge von sich und seiner Frau Gedanken macht, sondern für seinen Kunden. Also genau diese Nähe, die man noch hat, dass man eben diesen Berater hat für sich. Und das ist ja genau das, wo Unternehmen auch kokettieren, dass sie sagen, Mensch, pass mal auf, früher, da kanntest du nur noch die Marke, den Schuhhersteller und heute kennst du wieder den Schuster. Und zu dem kannst du auch eine persönliche Bindung haben. Wo ja auch eine Riesenchance drin besteht, wenn wir auch Studien sehen, von Edelmann zum Beispiel, dass man einer persönlichen Meinung über ein Produkt, über einen Konzern viel mehr Vertrauen schenkt als der Werbebotschaft. Mhm. Wo natürlich auch für Unternehmen eine Riesenchance ist zu sagen, unsere Mitarbeiter dürfen natürlich diese Mischung von privat und beruflich auch machen, dürfen auch ihre Meinung äußern auf den sozialen Kanälen. Die Mitarbeiter natürlich auch zu Recht aber sagen,
wieso soll ich jetzt auf einmal privat und beruflich vermischen? Ich will gar nicht für meinen Konzern twittern und für mein Unternehmen auf einmal bei Facebook aktiv werden. Ich habe gar keine Lust dazu. Ja, ja, wir müssen einen wichtigen Unterschied, glaube ich, sehen zwischen dem eben erwähnten Bankberater, zu dem man eine persönliche Beziehung hat, aber den man nicht verwechselt mit der Person Johannes B. Kerner oder so, sondern wo man weiß, dass es die Bank ist, und demjenigen, der twittert. Denn derjenige, der twittert, es sei denn, er schreibt eine Direct Message, der schreibt ja etwas, was alle lesen können, ja, ja, und auch ich. So, ich habe jetzt die Kommunikation mit dem, aber es lesen alle. Das heißt, er muss per se etwas vorsichtiger agieren im Sinne seines Unternehmens und weniger als er selber. Er sitzt halt an diesem digitalen Tresen. Also genau. Er ist ja in der Bank auch mit der Krawatte und dem Anzug hinter einem Tresen und wird auch doppelt wie anders sprechen, als wenn ich am Abend ihn in der Kneipe treffe. Und deshalb glaube ich auch, und das ist ja auch schon oft diskutiert worden, ist, dass diese Menschen, die Social Media nutzen für Unternehmen, extrem wichtig sind. Die sind an den kommunikativen Schaltstellen für das Verständnis von Unternehmen seitens der Kunden, der potenziellen Kunden. Die machen einen Job, der so extrem wichtig ist, dass man das niemals unterschätzen dürfte. Aber ist es nicht gerade für diese Person diese Zerreißprobe? Ist es nicht, also kannst du sagen, wenn ich jetzt ich habe einen Beruf, an dem ich überhaupt nicht mit dem Kunden in Kontakt komme, da fällt mir wahrscheinlich diese Trennung zwischen privat und beruflich viel leichter in sozialen Netzwerken, als wenn ich so einen Kommunikationsjob habe wie Pressesprecher, Kundenberater, Callcenter, Agent, wie auch immer, da fällt mir das ja sehr schwer. Du musst wissen, also du musst im Prinzip dafür geschaffen sein. Du musst jemand sein, der genau weiß, wann oder wie kann ich mich für meine Firma äußern und wie kann ich mich privat äußern. Und da sind wir wieder an dem ursprünglichen Punkt, soll ich das jetzt trennen, ja, nein. Es wird ja jetzt von dem, um wieder auf den Bahn-Mitarbeiter zu sprechen zu kommen, der kann ja auch einen eigenen Twitter-Account haben und seine eigenen Sachen da twittern. Aber solange er als Bahn-Mitarbeiter wahrgenommen wird, hat er natürlich eine gewisse unternehmerische Aufgabe zu erfüllen. Ja, das ist also das eine. Wenn du aber jetzt die Menschen fragst, ob sie selber das, was sie sagen, in beruflich und privat einteilen können, dann glaube ich, ist es sehr schwierig, weil man wirklich zwei Meinungen haben müsste. Ja, also zwei unterschiedliche Einstellungen. Mhm. Und die hat ja eigentlich keiner. Das wäre für mich der nächste Punkt. Also ganz zurück, gutes altes Clue Train Manifest, zigfach zitiert mit menschliche Stimme und auf Augenhöhe und pipapo. Eigentlich ist doch das schön, wenn ein Mitarbeiter in einem geschäftlichen Kontext menschelt. Und ich merke, da ist noch ein Mensch dahinter. Es ist natürlich immer, ja klar, es ist natürlich immer großartig, wenn Leute für das stehen, was sie tun. Also wenn sie diese Trennung oder nicht nur Michael gesagt, diese Distanz, also die sich jetzt nicht wenn sie irgendwie aus der Tür rausgehen, dann irgendwie sagen, puh, jetzt haben wir es geschafft, jetzt bin ich wieder Mensch. Also ich meine, das gibt's ja auch, ja, und aber das ist schon immer schade gewesen. Und ich glaube nicht, dass Social Media da irgendwas ändern wird oder dass diese Leute, die irgendwie einen Beruf haben oder eine Arbeit haben, die ihnen keinen Spaß macht oder sowas, also das wird auch durch Twitter dann nicht unbedingt besser, wenn die jetzt irgendwie für dieses Unternehmen twittern müssen oder sowas. Also ich glaube, das ist ein anderes Problem. Und bei den Leuten eben, die wirklich dafür stehen, also gerade zum Beispiel jetzt im Handwerk oder so Leute, die wirklich also vorher nicht kommuniziert haben, für die ist es eine Änderung und was unter Umständen sehr spannend ist, weil die das eben authentisch machen können. Bei den Pressesprechern, das war schon immer ihr Job und man hat das, glaube ich, noch nie verwechselt mit dem Privatleben, was so ein Pressesprecher sagt eines Unternehmens. Wie trennt ihr Berufliches und Privates in sozialen Netzwerken? Trennt ihr überhaupt? Fällt es euch schwer? Fällt es euch leicht? Nervt euch das? Schreibt uns das in den Kommentaren zu diesem Video. Uns wird die Meinung sehr interessieren. Danke!